Frauen in Afghanistan leben gefährlich. Vor allem seit die Taliban zurück sind. I wasn't afraid of dying. I was afraid of being captured alive. Die Taliban wollen Frauen am liebsten unsichtbar machen. Aber einige wollen sich nicht unterkriegen lassen. Vielleicht werde ich die Erste sein, aber wir sollten nicht länger schweigen. Wie ist das Leben als eine Frau unter den Taliban? Es ist der 15. August 2021. In Afghanistans Hauptstadt Kabul herrscht Chaos. Die ganze Welt scheint überrascht. Die Taliban sind zurück. Sie erobern Kabul in nur wenigen Tagen und übernehmen die Macht im ganzen Land. Zehntausende Afghanen wollen fliehen, egal wie, Hauptsache weg. Weg von den gefürchteten Taliban. Doch nur wenigen gelingt es, einen Platz in einer der meist vom Westen gecharterten Maschinen zu ergattern. Unter ihnen auch diese Frau. Gemeinsam mit ihrem Verlobten schafft sie es in eine Militärmaschine der Amerikaner. Sie ist nur eine von tausenden Afghanen, aber ganz sicher eine der bekanntesten. Es ist Oriana Saeed, der größte afghanische Popstar aller Zeiten. Oriana schafft es. Zuerst landet sie in Doha. Mit ihrem britischen Pass kann sie weiter in die USA reisen. Einige Monate nach ihrer Flucht können wir sie treffen. Und zwar in Paris. Am Abend sind wir vor ihrem Hotel verabredet. Oriana ist mit ihrem Verlobten nach Paris gekommen, weil sie hier einen Auftritt hat. Eigentlich wohnen sie in der Türkei. Auch wenn sie jetzt in Sicherheit ist, die Flucht sei noch immer sehr präsent, erzählt sie uns. Oriana glaubt, sie wäre sicher eine der Ersten gewesen, die sich die Taliban schnappen. I wasn't afraid of dying. I was afraid of being captured alive and being, I don't know, raped or being paraded in front of the cameras and made fun of and called infidel and things like that can happen in that country. I mean, do you remember that young girl Farhunda, yes, who got killed in the street, burnt alive? So I was more scared of things like that. So I would rather die than being, you know, paraded in the streets like that. Radikale fühlten sich immer schon von Oriana provoziert. Besonders die Taliban, die sie immer wieder öffentlich kritisiert hatte. Oriana hatte deswegen einen Deal mit ihrem Verlobten. Sollten die Taliban sie jemals gefangen nehmen, sollte er zuerst sie und dann sich selbst erschießen. In ihrer Heimat Afghanistan war Oriana Saeed ein Superstar. Sie moderierte im Fernsehen. Vor allem als Sängerin wurde sie im ganzen Land bekannt. Auch weil sie immer wieder die Situation der Frauenrechte thematisierte, war Oriana Saeed nicht nur den Taliban, sondern vielen konservativen Kräften ein Dorn im Auge. I remember it was crazy. The first time when I received a death threat, I was a judge on The Voice. This was by a mullah on national TV in Afghanistan. And during the month of Ramadan, when people are like really serious about praying and stuff, and mullah would come on the show and he would start talking about me. That's when they said whoever brings Ariana's head would go to heaven. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade in der Jury von der afghanischen Version der Talentshow The Voice. I remember standing on the show and then we had the audience behind us, like maybe 2 meters away. Sometimes I would get the feeling behind my back, like my neck. I would think that somebody's going to like attack me now. Honestly, I've had like feelings like that so many times on the set. Zurück im Hotel will Oriana uns von ihrer Flucht erzählen und dem Tag, an dem die Taliban nach Kabul kamen. I remember on the 15th of August, we were booked on a commercial flight to get out. But once we get inside the airport, we hear gunshots. Thousands
thousands of people who were there to check in, they started rushing towards the airplanes and they just got inside. And the plane that we were booked on, it never took off. It got cancelled, of course. Am nächsten Tag schaffen sie es in eine US-Maschine. Aber die Erlebnisse vom Flughafen hängen Ariana bis heute nach. The scene of the people at the airport and the women, especially the children, the babies who were trying to escape, you know, a crowd of like thousands of people, all in panic, in shock, trying to leave. And they couldn't, because there was no flights, there was no planes. That's the scene that has still stayed with me, especially the last few minutes when they were opening the gates for me. Wie blickt sie nun auf ihr Land unter dem Taliban-Regime? I personally actually do not see a future for Afghanistan if the Taliban continue to rule. All I see is, you know, darkness. I think they're going to take Afghanistan back to dark ages, like they did 20 years ago. Der nächste Abend. Sie soll bei der UNESCO singen. Ihr Land dort repräsentieren. Doch tut sie das wirklich? Für viele Frauen in Afghanistan war es schwer, selbst kleinste Freiheiten zu erkämpfen. Ariana Said ist eine Ausnahme. Und sie war schon immer privilegiert. Und sie hat die afghanische Bevölkerung schon immer gespalten. Denn sie ist ein Symbol für unsere Vorstellung von Freiheit. Aber auch viele Afghaninnen fühlen sich von ihr nicht repräsentiert. Doch hier gibt es Applaus für Ariana Said. Das ist Sosan, eine afghanische Kollegin, die gerade für ein paar Wochen bei Störung F arbeitet und mit uns für diesen Film recherchiert hat. Vor 5 Jahren floh sie selbst nach Deutschland und beobachtet seitdem die Lage der Frauen in ihrer Heimat. Was kommt dir da in den Kopf, wenn du Arianas Geschichte siehst? Ja, wenn ich die Geschichte von Ariana sehe, ich wünschte mir vielleicht alle Frauen, die in Afghanistan sind und ihr Leben in Gefahr ist, sie hätten auch diese Chance wegzulaufen und ihr Leben zu sichern. Andererseits, ja, wegzulaufen ist nicht die einzige Lösung. Und viele Frauen, die dort sind, sie wollen nicht oder sie wollten nicht damals auch wegzufliehen. Sie wollten vor ihrer Freiheit, vor ihrer Rechte kämpfen. Ein paar dieser Frauen werdet ihr in diesem Film kennenlernen. Afghanische Journalistinnen haben dieses Material für uns gedreht. Wir sind in Herat, im Westen Afghanistans. Auf dem Weg zu einer Frau, die den Taliban ein besonderer Dorn im Auge ist. Denn sie hat sich in einer Männerdomäne einen Namen gemacht. Adila Adil ist nämlich Afghanistans erste Fahrlehrerin. Das hintere Auto gehört mir. Seit der Machtübernahme der Taliban steht das Auto still. Weil es nicht gefahren wird, musste ich es abdecken. Vor 11 Jahren gründete sie ihre Fahrschule. Nur für Frauen. Ein afghanischer feministischer Fernsehsender berichtet noch 2018 stolz über Adilas Fahrschule. Jedes Jahr steigt die Anzahl unserer Kundinnen und das Interesse von Frauen für das Autofahren. Adila hat eine Ausbildung zur Realschullehrerin. Aber Wirtschaft machte ihr immer mehr Spaß, sagt sie. Also hat sie noch einmal Wirtschaftswissenschaften an einer privaten Uni studiert. Und da kam ihr die Idee.
Als Jugendliche habe ich oft gedacht, dass Verkehrsmittel sowohl Männern als auch Frauen gehören. Aber Afghanistan, besonders Herat, ist sehr traditionell, wo nur Männer das Recht auf die Nutzung von Verkehrsmitteln haben. Mein Bruder zum Beispiel ist mit einem Motorrad in die Schule gefahren und ich musste zu Fuß in die Schule. Darüber habe ich mich immer geärgert. Um die 3000 Frauen haben bereits bei Adila ihren Führerschein gemacht. Jeden Monat waren es 15 bis 20, sagt sie. Und das ist ihr Fahrschulauto. Meine Reifen überprüfe ich selber. Dafür habe ich eine Luftpumpe. Auch das Öl im Auto wird durch mich kontrolliert. Als eine fürsorgliche Autofahrerin möchte ich alles selber machen. Und ich möchte nicht, dass ein anderer meine Aufgaben übernimmt. Doch aus Angst vor den Taliban hat sie ihre Fahrschule dicht gemacht. Ihr Auto steht nun meist nur noch im Hof. Mit uns will Adila trotzdem eine Spritztour machen, um uns ihr altes Büro zu zeigen. Ich bin seit einer Weile nicht in die Stadt gefahren, aber heute will ich fahren. Fast wäre Adila losgefahren und hätte das Wichtigste vergessen, ihren Chador, den Schleier. Damals reichte das noch. Mittlerweile haben die Taliban die Vollverschleierung wieder per Gesetz eingeführt. Adila will einen kleinen Umweg zu ihrem Büro nehmen. Sie will nichts riskieren. Es ist eine Route, auf der sie keine Taliban vermutet. Das ist mein Büro. Seitdem die Taliban regieren, sieht man kaum noch Frauen am Steuer in der Stadt. Denn es ist ein wenig Willkür, ob man weiterfahren darf oder nicht. Es gibt unterschiedliche Taliban-Gruppen. Einige erlauben es Frauen nicht zu fahren, andere haben nichts dagegen. Heute wurde sie zum Glück nicht kontrolliert. Selbst ein kurzer Fahrtweg kann für Adila gefährlich werden. Sicher ist es für sie eigentlich nur noch zu Hause. Hier verbringt die einstige Unternehmerin nun die meiste Zeit. Mit Hausarbeit oder Lesen. Wie soll es für sie und wie soll es für alle Frauen Afghanistans nun weitergehen? Ich werde selbst mit den Taliban sprechen und ihnen sagen, dass aus Sicht des Scharia-Gesetzes Autofahren für Frauen im Islam kein Problem darstellt. Wie auch immer, ich werde dafür kämpfen. Mal sehen, was sie dazu sagen. Können die Frauen Afghanistans die Taliban verändern, sie umerziehen? Vorerst bleibt Adila nicht viel mehr übrig, als zu Hause zu bleiben und auszuharren. Lustiger Zufall. Das ist mein afghanischer Führerschein, den ich vor 8 Jahren auch in Afghanistan bei Adila gemacht habe. Dass Frauen überhaupt einen Führerschein machen konnten, ist angesichts der Geschichte der Frau in Afghanistan beachtlich. Die Taliban haben Mitte der 90er Jahre schon einmal die Macht übernommen. Frauen wurden komplett entrechtet, gedemütigt und öffentlich misshandelt, teilweise sogar hingerichtet. Erst in den letzten 20 Jahren war es Frauen langsam möglich, sich einige ihrer Rechte zurückzuerkämpfen. Sie durften zur Schule gehen, wählen und studieren. Auch wenn das nicht für alle gilt, in vielen Provinzen gingen Mädchen auch vor der Taliban-Herrschaft nicht zur Schule. Fehlende Frauenrechte waren im Land also schon lange grundsätzlich ein Thema. Doch nun unter den Taliban ist von den wenigen erkämpften Rechten nicht viel übrig. Immerhin, einige Frauen lassen die Taliban sogar studieren. Doch die meisten Mädchen dürfen nur bis zur 6. Klasse zur Schule gehen. Wir haben Kontakt zu Frauen, die sich ihre erkämpfte Bildung nicht nehmen lassen wollen. Sie kommt gleich. Okay. Ja. Sie hatte eine Sammlung mit vielen Frauen, die sitzen einfach zusammen und Bücher lesen. Und jetzt sie ist da schon. Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo, ja, geht's Ihnen auch gut? Manije Bahre hat vor 11 Monaten den Lesekreis in Herat gegründet. Alle 2 Wochen treffen sich die Frauen zum gemeinsamen Lesen. Salam, khasta nabashin.
Was machen Sie gerade dort? Wir sind eine Gruppe von Frauen und wir treffen uns alle 2 Wochen und lesen Bücher in der Runde. Welche Bücher lesen Sie diese Woche? Es heißt 3 Frauen aus Herat von Veronica Doubleday, eine Engländerin, die 1975 nach Afghanistan kam. Auf 360 Seiten wird der kulturelle Austausch beschrieben. Wenn die Taliban rauskriegen, welche Bücher er liest, was passiert dann? Die Taliban haben uns solche Treffen erlaubt und wissen, dass wir Bücher lesen. Aber sie wissen nicht, welche Bücher wir lesen. Immer wieder bricht die Verbindung ab. Das Internet in Afghanistan ist noch schlechter als bei uns in Deutschland. Zum Glück erreichen wir die Frauen dann noch einmal. Das Ziel unserer Leserunde ist eigentlich ein sanfter Kampf. Wir wollen nicht schnell etwas ändern. Wir wollen wie Wassertropfen auf einem Stein sein, die nach Jahren noch Wirkung zeigen können. Wieder bricht das Internet ab. Nur bei Manijé im Büro ist das Internet etwas besser. Die Frauen scheinen aber ohnehin in der Gruppe nur sehr vorsichtig zu antworten. Die Taliban wissen von der Gruppe und dulden sie. Aber sie überwachen sie ganz genau. Früher haben wir das Thema der Bücher, die gelesen wurden, über Social Media veröffentlicht. Zum Beispiel einige feministische Bücher wie Das zweite Geschlecht von Simone de Beauvoir. Aber wegen der Hindernisse dieser Tage haben wir uns entschieden, die Themen nicht mehr zu veröffentlichen. Was würde mit Ihnen passieren, wenn Sie Anforderungen der Taliban nicht erfüllen? Es gibt mehrere Risiken. Das erste, was Sie unternehmen könnten, wäre, die Sitzungen zu beenden. Die Situation momentan ist sehr heikel. Die Ideologie, die wir vertreten, verletzt die Ideologie der Taliban. Somit könnte die Situation gefährlicher werden für uns. Was gefährlich dann bedeuten könnte, sagt Manijé nicht. Auf jeden Fall müssen die Frauen sehr vorsichtig sein. Während diese Frauen sanft und leise kämpfen, gehen andere deutlich weiter. Erst vor wenigen Wochen zeigen Frauen in Kabul ihren Protest ganz offen auf der Straße. Sie protestieren für Essen, Arbeit und Freiheit. Doch die Taliban lösen die Demo auf ihre Art auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Amnesty International spricht von einer stark gewachsenen Unterdrückung. Protestierende Frauen würden verschleppt und gefoltert, heißt es in einem aktuellen Bericht. Viele Berufe blieben Frauen verwehrt oder sind nur noch sehr eingeschränkt möglich. Einige Frauen dürfen zwar im Fernsehen auftreten, allerdings nur noch voll verschleiert, wie diese Moderatorin. Doch wie Susans Geschichte zeigt, waren Frauenrechte auch schon vorher in vielen Bereichen unter Beschuss. Susan musste wegen Verfolgung durch das alte Regime vor 5 Jahren fliehen. Also meine letzte Arbeit in Afghanistan war ein Bericht über Frauen, die im Gefängnis waren und sie wurden von Kommandanten vergewaltigt. Ja, wenn ich diese Berichte geschrieben hatte, dann wurde mich bedroht und dann, ja, bin ich geflohen. Also damals, wir hatten schon dieses Rechtsgesetz, Frauenrechtsgesetz, aber es war nur Papier. Das ist Marjan. Auch sie lebt in Herat und sie will trotz allem Journalistin werden. Bis die Taliban kamen, hat sie Journalistik studiert. Mittlerweile geht sie nicht mehr in die Uni. Und das, obwohl viele noch geöffnet haben. Doch ihre Eltern haben zu viel Angst, Marjan weiter studieren zu lassen. Nun ist sie den ganzen Tag zu Hause und liest.
Das Buch, das ich in diesen Tagen lese, heißt Victims of War. Ich lese 200 Seiten am Tag, weil ich sonst keine Beschäftigung habe. Früher war sie von morgens bis abends unterwegs, erzählt sie uns. Englischunterricht, dann Uni und nebenbei habe sie noch als freie Journalistin gearbeitet. Das hier ist ihr letzter Beitrag für Studentenfernsehen. Die aktuelle Situation ist für Frauen ein Gefängnis. Ich wollte nach dem Studium in einem internationalen Medienunternehmen arbeiten und parallel mein Masterstudium fortsetzen. Aber so wie es jetzt ist, bleiben meine Wünsche nur ein Traum. Mein aktuelles Ziel ist nur zu überleben. Eine von Marjans Überlebensstrategien: Musik. Vor 2 Jahren haben meine Schwester und ich von unseren Ersparnissen diese Gitarre zusammengekauft. Dann habe ich 2,5 Monate Online-Unterricht genommen. Aber als ich anfangen wollte zu spielen, kamen leider die Taliban. Und ich darf nicht mehr spielen. Musik ist unter den Taliban in der Öffentlichkeit unerwünscht. Marjan spielt trotzdem, zumindest für sich. Ob sie die Gitarre absichtlich ungestimmt spielt, wissen wir nicht. Vielleicht ist es sogar ihre Form von Protest gegen jene Männer, die sie am liebsten gar nicht hören wollen. Marjan will sich ihre Selbstbestimmung nicht komplett nehmen lassen. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, wenn man dafür nur die eigenen 4 Wände hat. Früher schminkte ich mich immer, wenn ich zur Uni oder zur Arbeit gegangen bin. Aber jetzt schminke ich mich nur, weil ich mich besser fühle. Psychologen sagen, dass das Tragen von Make-up Depressionen reduziert. Schminken gegen die Depression. Marjan versucht das Beste aus ihrer Situation zu machen. Seit sie zu Hause quasi eingesperrt ist, liest sie 2 Bücher in der Woche. Das strenge Taliban-Regime bedeutet auch viel Zeit zu Hause. Viel Zeit, um auf Ideen zu kommen, die den Taliban sicherlich nicht passen. Seit ich mehr über Frauen und ihre Kämpfe lese, ist meine Motivation gestiegen. Es haben schon so viele Frauen gekämpft. Vielleicht bin ich die Erste, die damit anfängt. Aber wir sollten nicht schweigen. Endlich muss jemand auch mal mit kleinen Schritten anfangen. Marjan klingt resigniert und doch kämpferisch. Diese Bilder wurden Ende 2021 gedreht, 3 Monate nach der Taliban-Machtübernahme. Vor 2 Wochen hören wir wieder von Marjan. Doch sie scheint eher große als kleine Schritte gemacht zu haben. Denn sie schickt dieses Foto hier. Sie ist nicht zu Hause, sondern mitten unter Männern. Marjan arbeitet nun hauptberuflich als Journalistin beim Radio. Und sie ist auf vielen Terminen wie hier die einzige Frau. Wie kam es dazu, sie als Journalistin unter dem Taliban-Regime? Kurz bevor wir sie anrufen, schickt sie uns dann dieses Video. Hallo, heute ist das Traubenfest und wir sind hierher gekommen, um über dieses Fest zu berichten. Es gibt viel Begeisterung. Leider konnte ich nicht näher ran und Fotos machen. Sie kamen aus dem Tugendministerium und warnten mich, dass ich nicht in ihrer Nähe sein durfte. Der Gouverneur von Herat kommt gerade. Wie Sie sehen, bin ich die einzige weibliche Journalistin unter den Männern. Sie haben mich gewarnt, dass ich als Frau dort nicht gesehen werden darf. Was ist da genau passiert? Einen Tag nach dem Traubenfest erreichen wir Marjan. Erzähl uns von dem Tag des Traubenfests. Sie warnten mich. Sie rieten mir, von der Party wegzugehen. Sie sagten, wenn später die Gäste weggehen und keiner mehr da ist, darfst du Fotos machen. Wie gehen sie mit dir sonst um?
Abgesehen davon, dass ich eine Frau bin und Einschränkungen hinsichtlich der Kleidung, wie der Hijab, habe, habe ich auch Einschränkungen beim Zugang zu Informationen. Die meisten Beamten mögen es nicht, von einer Frau interviewt zu werden. Sie versuchen entweder nicht zu antworten oder verzögern die Antworten. Oder manchmal muss ich einen männlichen Kollegen schicken, sie zu interviewen. Marjan hat sich mittlerweile an die Regeln der Taliban gewöhnt, sagt sie uns. Sie passt sich an, trägt Vollverschleierung, wenn es verlangt wird. Und bleibt weg, wenn es die Taliban wollen. Wie viel Anpassung kann man sich als Journalistin leisten? Damit eine Frau als Journalistin arbeiten darf, muss sie dann pro Taliban sein? Auch im Journalismus haben wir ein Prinzip. Keine Meldung ist das Leben eines Reporters wert. Wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte mir niemand gesagt, ich solle Reporterin werden oder an einer Pressekonferenz teilnehmen. Ich ging einfach hin und versuchte, die Taliban dazu zu bringen, mich zu sehen. Ich versuche, überall präsent zu sein, weil ich nicht möchte, dass die Atmosphäre männlich wird. Die Öffentlichkeit soll auch eine weibliche Atmosphäre bekommen. Übrigens, auch Adila hat sich bei uns gemeldet. Ihre Fahrschule ist immer noch geschlossen. Die Taliban in Herat verbieten Frauen das Autofahren nun komplett. Adila hat sich damit abgefunden, sagt sie, und bleibt den ganzen Tag zu Hause.